Servus, meine Lieben. Ich darf euch heute noch mal was Schönes vorstellen, was in so einer weißen Packung kam. Und danke, Wizards of the Coast. Ich glaube, über einen Monat, nachdem ich bezahlt habe. Wir wollen uns ja nicht beschweren. Und zwar, früher waren es schöne Verpackungen, jetzt sind es komische Briefumschläge. Ein Secret Layer Drop von Special Guest Junji Ito. Wer Junji Ito nicht kennt, ist wahrscheinlich nicht in der Anime- und Manga-Branche unterwegs. Junji Ito, so der Horror-Mangaka, also der Horror-Manga-Guru quasi. Hat die bekanntesten Werke von dem sind Uzumaki und Tome. Und macht sehr viel auch mit Body-Horror und so weiter. Könnte ich euch jetzt von zutexten, weil meine Freundin, ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin, fährt voll auf den ab, weil die halt auch in die Richtung promoviert. Und ja, nicer Scheiß, den der Mensch macht. Nicer Scheiß. Ich selber habe davon noch nichts direkt gelesen. Es gibt auch irgendwo eine Anime-Adaption zu dem Zeug von dem, aber naja, tut's euch nicht an. Gut, was erwarten wir? Typisch mangamäßige Artworks, also nur schwarz-weiß. Drin sind ein Blackcrafter, irgendeine Witch, das fällt mir der Name gerade nicht ein, ein Doomsday und das, weswegen ich den Drop hier geholt habe, Fortsies. Und ein Hidden Track. Ja, es gibt wieder Hidden Track. Fangen wir mal mit dem ganzen Rip-Off an. In der Hoffnung, dass die nicht beschädigt da reingepackt wurden, weil wir haben ja schon öfters mal gesehen, bei den Verpackungen sind die Karten teilweise nicht ganz drin, wenn sie verpackt werden und dann beim Umschlagen knicken die einmal die kompletten Karten. Aber schon gesehen, und das sieht man ja auch schon, die haben einen kleinen Fix gemacht. Das ist jetzt spannend, weil thank you for being part of Secret Layer. Früher stand es auf den Boxen, jetzt steht es auf einem Stück Pappe, was eigentlich die Dings beschützen soll, weil unsere Karten kommen jetzt in einem solchen schönen, ja, Seidenpapier-Booster. Das ist kein normales Papier, weil es ein bisschen so ein bisschen glänzig Oberfläche hat. Glänzig Oberfläche. Guck mal, wie das glänzt. Ja, und dann versuchen wir das mal aufzukriegen, ohne dass wir hier alles in Teile reißen, weil ich will das ja wieder mit nach Hause nehmen. So, und ohne zu spoilern. Also, finde ich eigentlich ganz geil. Die brennen mit Sicherheit auch gut. Also. Grillanzünder. So. Ohne was zu spoilern. Erste Karte. Wunderschönes Ding. Carrion Feeder. Ein Mana-Zombie, der nicht blocken kann. Man kann eine Kreatur opfern und eine +1/+1-Counter auf den drauflegen. Für 1/1. Ist ein, ja, im Legacy ab und zu gesehenes Tier im Bombardement, wenn das Deck noch kennt. Also Goblin Bombardement und Zombies. In manchen Graveyard-Decks wird der auch noch gespielt. Ab und zu mal, aber meistens, ich glaube, mittlerweile eigentlich nur noch eine Liebhaberkarte. Aber as you can see, das ist das, was ich meinte. Sehr Body-Horror-mäßig, die Artworks halt Manga-Style, alles schwarz-weiß, aber wie man hier sieht, so den, ja, Leichenflatterer bei der Arbeit, da am Exhumieren und ein bisschen Leichenbeschändung betreiben. Schönes Teil, schönes Teil. So, was kriegen wir als nächstes? Oh. Karte Nummer 2. Doomsday. Mittlerweile wieder Legacy Staple. Für 3 schwarze Mana eine Sorcery. Man durchsucht die Library und den Graveyard nach 5 Karten, exilt den Rest. Legt die Karten on top of the Library, also oben auf die Bibliothek, die halt leer ist. Und verliert das halbe Leben aufgerundet. In Legacy halt, also generell ist das eine Combo-Karte, da steht überall Combo drauf. Im Legacy halt im Doomsday mit dem Tassas Oracle, easy peasy zu machen.
Und auch hier das Artwork wieder so. Hier mit dem, ja, des Tag des jüngsten Gerichts halt einfach, ne? Schön mit den Bats, die hier so rumfliegen, oder mit den, was soll es sein, ja, Teufeln. Die Welt, die untergeht. Die viel zu große Sonne auch wieder mit diesen krassen Augen. So ein bisschen auf Horror-mäßig. Mwah. Nice. Da! Blackcrafter. Ach, das war die Witch, die ich meinte. Ich habe den Carrion wieder vergessen. Blackcrafter. Newm Shaman. 5 schwarz, 2 farblose. 3-2. Wenn er das Spielfeld betritt, opfert jeder Spieler eine Kreatur oder einen Planeswalker. Jeder, der es nicht kann, muss eine Karte discarden. Den habe ich tatsächlich mal im Pox gespielt, weil er halt Planeswalker loskriegt und halt ein Discard ist im Zweifelsfall. Und der Vorteil ist halt, das ist ein ETB, das heißt, wenn er im Spielfeld ist, kann er sich selber opfern und man muss keine Karte discarden. Plus, du hast nicht die Auswahl, entweder oder Karte discarden oder halt eine Creature oder Planeswalker wegopfern, sondern du darfst nur dann discarden, wenn du nicht kannst. Bedeutet, wenn irgendwas von dem anderen Passes liegt, kriegen wir es auf jeden Fall weg. Ja, auch wieder so schön, oh, die Haare und die schwarzen Finger. Tasty. I do like. Und dann das Fortsies. Die Gedankenergreifung. Wer es auf Deutsch haben will. Hallo Steffen. Ein schwarzes Mana, eine Sorcery. Ein Spieler zeigt seine Hand vor. Du nimmst eine Nichtlandkarte davon. Der Spieler discardet die und du verlierst 2 Leben. Das Artwork erinnert mich ein bisschen an The Abyss. Wer die Karte kennt. So ein bisschen spooky als Geist. Ja, sowas in die Richtung. Mit dem Krotenschädel auch noch. Und die habe ich mir halt safe 4-mal geholt, weil, hey, ist Full Art und das ist schon ein geiles Artwork. So, jetzt kommt der Hidden Dreck. Also ich weiß, dass es Remasuris sind, weil ich habe schon 3 aufgemacht. Ist nun die Frage, welcher? Und zwar, aha, Siphon Sliver. 3 Mana-Teil. Krumm wie eine Halfpipe. Ja, ein schwarzes, 2 farblose Sliver, die du kontrollierst, haben Lifelink. 2-2. Das ballsy. Gerade im Sliver, wo die alle nur sagen, we are the many. Du gehst eh auf viele. Das ist schon ordentlich. Damit kann man mal anfangen beim Sliver. Also ich finde den Drop eigentlich ziemlich gelungen. Ja, und finde tatsächlich den schwarzen Sliver noch dabei. Schöner Abgang. Der mundet. Ja, ich hoffe, euch hat gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es diesmal nicht FSK 16 wird. Entschuldigung, 18. Wer sich das übrigens mal angucken will, tut mir mal bitte den Gefallen, weil Marc hasst mich dafür. Danke.